Liebe Zuschauer, wir sind auf dem Reggae Jam. Auf dem Reggae Jam wird auch was Gutes getan. Der Verein Help Jamaica sammelt hier Spenden ein, um was genau zu tun. Neben mir steht Janika Takatz vom Vorstand, die kann uns das genau beantworten. Ja, also Help Jamaica ist ein gemeinnütziger Verein, der 2008 in Deutschland gegründet wurde und eine Bildungseinrichtung auf Jamaica in Kingston gegründet hat, aufgebaut hat und auch finanziell unterstützt bis heute. Warst du da schon selber vor Ort und hast dir das angeguckt? Ja, ich war 2009 das erste Mal da. Da wurde der Verein vor Ort auf Jamaica ebenfalls gegründet. Und ich habe ja mehrere Monate dort gelebt und das Projekt immer begleitet. Im Prinzip seit den Aufbauarbeiten immer wieder reingeschaut, immer wieder geguckt, wie es läuft und halt auch natürlich mit angepackt. Wie kam es denn überhaupt zu der Gründung? Also warum habt ihr gesagt, okay, da müssen wir was tun für die Bildung auf Jamaica? Wir sind, also beziehungsweise die zwei Gründungsmitglieder sind damals über ein ganz ähnliches Projekt in Trenchtown gestolpert, das sie so gut fanden und dass die Idee erstmal war, sie durch T-Shirt-Verkäufe dieses Projekt finanziell zu unterstützen. Und der Zuspruch, der Erfolg dieser Unterstützung war dann so gut, dass wir gesagt haben, wir wollen ein eigenes Center aufbauen. Diese Idee hat Potenzial, besonders in Verbindung mit der Reggae-Community. Ja, und so haben wir uns daran gemacht, ein eigenes Haus zu finden und ein eigenes Center aufzubauen. Jetzt seid ihr ja seit 2010 hier auf dem Reggae Jam jedes Jahr vertreten. Wie ist denn die Resonanz auf euer Projekt? Die Resonanz ist sehr gut. Inzwischen haben wir, glaube ich, auch einen Wiedererkennungswert. Wir haben dieses große gelbe Zelt, was man auch wirklich nicht übersehen kann. Und viele Leute kennen uns schon, wissen, dass wir da sind, kommen, gucken, ob es neue T-Shirts gibt, ob es neue CDs gibt. Und wir veranstalten auch jedes Jahr eine Tombola, bei der man tolle Preise gewinnen kann, zum Beispiel ein Ticket fürs nächste Jahr, fürs Reggae Jam oder ein Abo von der Rhythm. Ja, und die sind inzwischen sehr beliebt, die Lose. Die Leute kommen von alleine und fragen danach. Insofern läuft es. Was könnt ihr denn von den Spenden hier direkt machen? Also was sind denn so ganz konkrete Sachen, die ihr damit finanzieren könnt? Damit finanzieren wir zum Beispiel, also vor allen Dingen den Unterhalt des Centers, also sowohl die Materialkosten für Papier, für Stifte, für neue Bücher, als auch natürlich unser Personal vor Ort. Die Assistants und die Managerinnen sind alles Jamaikaner, zum Teil aus der Community in Cassava Peace, wo das Center ist. Genau, und die brauchen natürlich unsere Unterstützung, damit dieses Projekt am Laufen gehalten werden kann. Seit 2009 macht ihr das. Wie vielen Kindern und Jugendlichen konntet ihr denn bis jetzt helfen? Also das Center wurde 2011 eröffnet. Wir haben eine Weile mit der Vorarbeit gebraucht. Inzwischen ist es so, dass täglich fast über 100 Kinder ins Center kommen. Wir konnten unser Programm aufgrund auf Computerspenden auch ausweiten. Jetzt inzwischen bieten wir Computerkurse an. Und wir haben auch ein großes Angebot für Erwachsene, was am Anfang gar nicht geplant war. Aber der Bedarf in der Community war da. Und das auch aus eigener Initiative haben sich Leute gefunden, Lehrer gefunden, die gesagt haben, wir wollen Kurse für Erwachsene auch anbieten. Und wir stellen die Räumlichkeiten dafür zur Verfügung. Wie kann man euch denn sonst außerhalb des Reggae Jams unterstützen? Also wo kann man sich Informationen holen und vielleicht auch eine Spende abgeben? Also informieren kann man sich auf jeden Fall über Facebook, dann auf unserer Website, das ist helpjamaica.org. Man kann Fördermitglied werden, das heißt den Verein monatlich mit einer festen Spende unterstützen oder alle 3 Monate, je nachdem. Ja, natürlich auf den Festival von uns Ausschuss halten. Wir haben auch jedes Jahr einen Kalender, den Help Jamaica Charity Kalender, den wir übers Internet verkaufen, über unsere Seite und auch über den Rhythm Shop. Ja, durch den Erwerb von diesem Kalender kann man uns auch auf jeden Fall unterstützen. Und wir brauchen auch immer tatkräftige Leute, die mit anpacken, die auf den Festivals mit uns arbeiten, die sonst Aktionen starten, Soundsystems, die für uns sammeln auf ihren Partys. Also es gibt eine große Anzahl an Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Janika, vielen Dank für die Information. Würde ich sagen, wer da Interesse hat, einfach mal im Internet nachschauen und dann vielleicht eine kleine Spende. Danke.